Saat auf den Islam stolz zu sein. Menschen sind schwach, besonders wenn sie krank sind und zum Arzt gehen müssen. Unser erstes Beispiel handelt von einer Ärztin, die sich um weibliche Patienten kümmert. Doch gleichzeitig engagiert sie sich in der Dawa für Allah subhanahu wa ta'ala, indem sie sich freundlicher Worte und Ermahnungen bedient. Mit einem Lächeln im Gesicht sät sie die Saat des Vertrauens auf Allah ta'ala und erinnert ihre Patientinnen daran, dass das, was sie getroffen hat, sie niemals verfehlt hätte und das, was sie verfehlt hat, sie niemals getroffen hätte. Außerdem verteilt sie Bücher an ihre Patientinnen und kauft Kassettenrekorder für diejenigen, die nicht lesen können. Zusätzlich erfüllt sie die Pflicht der Dawa unter ihren Kolleginnen und erinnert sie jederzeit an die Wichtigkeit, den Hijab, also die islamische Kleidung, zu tragen und das Vermischen mit Männern zu vermeiden. Sie rät ihnen, keine sanften Worte zu Männern zu sprechen, sodass jene von ihnen, die eine Krankheit in ihrem Herzen haben, keine schlechten Gedanken über sie hegen. Sie empfiehlt ihnen, das Krankenhaus als ein Ort der Dawa zu nutzen. Für einige der Patientinnen ist es das erste Mal, dass sie die Bücher und Lektüren lesen, die sie ihnen gab. Es ist eine Chance, die sie ergreifen und nicht verschwenden. Denn wenn die Patientinnen diesen Ort verlassen, werden sie nicht zurückkehren. Inshallah. Das Krankenhaus ist ein guter Platz für Dawa, gerade weil diejenigen, die hierher kommen, sich aufgrund ihrer Krankheit oft demütig und verzweifelt fühlen. Also wo sind diejenigen, welche die Dawa-Arbeit hier erfüllen? Ein weiteres Beispiel. Der Arzt fragte die Mutter, während er ihrem kleinen Sohn untersuchte, hat er Hörprobleme? Seine Mutter antwortete, wir haben dies nicht bemerkt. Der Arzt fragte wieder, haben Sie ihn während des Fernsehens dabei beobachtet, dass er näher an den Fernseher rückt, um besser zu hören? Die Mutter sagte mit einer selbstsicheren Stimme, nein, weil wir nämlich keinen Fernseher haben. Ein weiteres Beispiel. Sie gebietet das Rechtschaffene und verbietet das Übel unter den Frauen. Wenn immer sie jene trifft, egal ob im Supermarkt, im Krankenhaus, in der Schule oder bei anderen Treffen und Versammlungen, wann immer sie Zeugin eines Übels ist, beeilt sie sich, dieses zu verbieten. Und wann immer sie Zeugin einer rechtschaffenen Tat ist, beeilt sie sich, diese zu loben und zu fördern.